So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Nicht am Donnerstag, nicht am Freitag, nicht am Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Nein, ich nehme das jetzt am Mittwoch auf und ich haus auch direkt am Mittwoch raus. Das ist schon mal der Schocker des Jahres, ne? In letzter Zeit hat das ja nicht mehr so gut geklappt. Ich habe auch noch zwei andere Videos aufgenommen, die eigentlich schon davor kommen auch sollten, aber die mache ich jetzt einfach danach. Wir machen jetzt einfach Raid am Mittwoch. Das ist wieder der Sören, den habe ich euch ja in der letzten Folge vorgestellt. Sören hatte Geburtstag, das ist der Sören. Den müssen wir noch anmachen, der leuchtet jetzt, denn es ist ja auch die Halloween-Season. Wir packen ihn jetzt wieder hinter uns ins Regal, sieht man gar nicht, geht total unter. Wir haben aber die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim King Zapdos, der ist Glücksfreund mit mir geworden. Haben auch direkt getauscht, ich glaube, das ist das allererste Mal, dass wir überhaupt Glücksfreunde sind. Nine ist Glücksfreund geworden. Ganz knapp, also ganz kurz hintereinander. Das finde ich interessant. Die ist ja relativ neu auch dabei. Also ist jetzt kein extrem langjähriger Stammzuschauer wie King Zapdos. Der ist schon 10 Jahre dabei. Nine gefühlt dieses Jahr hinzugekommen. Dann beste Freunde geworden. Seitdem auch zweimal hintereinander kurz Glücksfreunde geworden. Da geht was. Torukoseki hier auch Glücksfreund geworden. Linus Glücksfreund. Freund geworden, dann der Eiskorb Jens, der uns immer die Mars-Krüge schickt. Zack, 100er ist da, Skungapu erlöst. Nummer 2, man könnte sagen, schade um 96er, stärkere, aber die 100er Sammlung wollte es. Vor allem kann man ja das 100er Erlöste, kannst du doch dann auch noch Mega entwickeln oder nicht? Das müsste doch Gewaldro, Mega Gewaldro, das könntest du mit dem 96er natürlich nicht. Und bei Krypto, wie gesagt, selbst wenn du da einfach nur einen 31er Krypto hast, ist das ja auch stärker als ein 100er normales. Deswegen mach ruhig das 96er zu einem 100er, mach eine Mega-Entwicklung draus. Das hat doch auch irgendwo Sinn, oder nicht? Was hättet ihr gemacht? Dann zeigt er uns Boxen. Kann mich ja gar nicht zwischen den beiden Boxen entscheiden, die gerade in meinem Shop sind. Was ist der Unterschied? Das ist eine Fernraid-Box für 425 Coins. Du kriegst 3 Premium-Kampfpässe, 2 Fernraid-Pässe. Das ist eine Raid-Box für 425 Coins. Du kriegst 2 Premium-Kampfpässe und 2 Fernraid-Pässe. Also, natürlich, man sieht es ja, also Niantic ist ja trotzdem sehr kulant. Die schreiben ja auch hin 27% Rabatt und an der anderen ist 38% Rabatt. Also da würde man natürlich die mit mehr Rabatt nehmen. Da ist nämlich ein grüner Pass mehr drin. Ganz klare Entscheidung. Wenn ihr Fragen zu Boxen habt, kommt zum Eiskorb Jens. Der berät euch da gerne. Borki, endlich Shiny Samacenta in Pokémon Go. Grüße an Alexander Ahringer an der Stelle. Das sieht immer noch fett aus. Schöne Grüße aus Gran Canaria. Pokédex-Eintrag von Schlickda vom Pool aus. Ja, den Pool sehe ich jetzt nicht. Da ist aber eine blaue Wasserpfütze. Das ist wohl doch der Pool. Der geht um die Ecke. Der sieht aus wie 2L. Lucky Loser. Ja, und da ist Schlickda. Wenn ihr nicht wisst, wie ein Schlickda aussieht, so sieht's aus. Vielleicht hat das noch nicht jeder von euch und so. Meins habe ich, glaube ich, vom Hannes gekriegt mal. Hannes ist nämlich auch so ein Poolgänger. Dann Pokémon Meiningen, den habe ich mal gesehen. Dann habe ich gefragt, wollen wir uns vielleicht anfreunden? Hat er gesagt, nö, das muss nicht sein. Dann ist er weitergegangen. Irgendwo habe ich den mal in der Lobby gesehen bei einem Raid und habe ihm einfach eine Anfrage geschickt. Dann hat er die einfach angenommen, weil er nicht wusste, dass ich das bin oder wie. Und jetzt sind wir Glücksfreunde und jetzt kann ich nicht mit ihm tauschen, weil der ist ja weitergegangen. Das ist Pokémon Meiningen. So, dann Punktekonto, Glücksfreund geworden. Julchen, Feechen, Glücksfreunde geworden. Thea, Glücksfreunde geworden. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Aber selbst bei denen, wo ich weiß, wer die sein sollen und die auch anschreibt, dann kommt einfach nichts zurück. Aber die sind gefühlt jeden Tag online und schicken sogar auch weiterhin Geschenke, obwohl wir Glücksfreunde sind. Und tauscht doch lieber mal mit mir oder habt ihr Angst, dass ich euch lösche? Ich hab das Limit wurde doch erhöht, alles gut. Raphael Blume, erstmal Grüße an Tode Oma. Das ist der Beweis, der Raphael zeigt es. Der wurde am Montag in der Verlosung gelost. Der hat ein Rüstungs-Mewtwo gewonnen.
hat mich jetzt bei Instagram angeschrieben und wir haben für 1 Million Staub getauscht. Ich habe ihm ein Rüstungs-Mewtwo von 2019 gegeben. Wie eben gesagt, er hat sich bedankt. Es ist auch, ja, 3 Sterne, hat es wenigstens bekommen. Das ist ein Beweis. Mit Jason muss ich noch leveln. Mit Miku muss ich noch leveln, weil das sind 2, die noch ausstehen. Alle anderen 2 haben es bekommen für 1 Million, aber die 2, die nehmen das dann günstiger für 80.000. Monolog, Samyang Bulder, Gerichtnummer, ja, 2 irgendwas. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Vor allem die Erbsen sehen toll aus, obwohl ich gar keine Erbsen mag. Dann braucht wer Takis. Ich weiß gar nicht, wieso ich das hier rein habe. Seine Schwester ist in irgendwo und das sieht auf jeden Fall gut aus. Da gibt's Takis, da gibt's Prime. Dann hat er mich gefragt, willst du Prime? Was fehlt dir denn noch davon? Ich habe gesagt, nix, ich habe alles von denen. Dann dachte ich, ach komm, jetzt hast du da das Angebot ausgeschlagen, nimm's halt an. Ich habe mal geguckt, die Flaschen, die ich habe von den normalen Sorten, haben ja alle den europäischen Boden. Hier, die haben alle den amerikanischen Boden und da ist kein Pfand drauf. Das heißt, ich könnte meine mit Pfand abgeben und die amerikanischen sammeln. Und dann dachte ich, nimm einfach von jeder eine mit, schick mir das, zahl dir das auch, mache ich gerne. Weil hier kostet 1,88 Dollar eine Flasche. Wenn du sie irgendwo anders bestellst, im Internet, bei irgendwelchen Shops, bezahlst du da 13 Pfund, was 15, 16, 17 Euro sind. Da bist du mit unter 2 Euro hier als 1,88 Dollar richtig gut dabei. Und vor allem sind das ja nicht nur die normalen Sorten, da ist auch das Patrick Mahomes Prime auf der rechten Seite mit der weißen Schrift und das iShow Speed Prime, was brandneu rausgekommen ist, bei Drink Prime auf der Seite komplett ausverkauft war direkt und jetzt hier noch steht, das müsste man eigentlich mitnehmen, tonnenweise und dann bei eBay reinstellen, weil alle das jetzt haben wollen, iShow Speed auch mega bekannt ist, ihr kennt ihn bestimmt nicht, ich kenne ihn ja eigentlich auch nicht, hab dann nur durch das Prime-Zeug mal was gesehen, aber das ist das brandneue und das ist super genial. Jetzt hat er gesagt, das ist schlecht, er ist ja nicht da, die Schwester ist da und das wird dann mit dem Gewicht im Flugzeug, wird das Probleme haben, habe ich gesagt, dann kann die ja die einfach alle kaufen, die trinkt die einfach alle aus und nimmt nur die leeren Flaschen mit für mich. Ich brauche nicht den Inhalt in dem Moment, den kenne ich ja. Ich brauche die Flaschen. Die trinkt das aber nicht. Zweite Lösung, sie soll es einfach wegschütten und mir die Flaschen geben, aber das wäre ja Lebensmittelverschwendung. Ich werde also nicht an diese super coolen amerikanischen Prime-Flaschen kommen. Danke auf jeden Fall für das Angebot, das ich angenommen habe, aber dann doch nicht annehmen darf. Also, ist eigentlich unmöglich. So. Dann hat er aber zwar als Entschädigung, na, da wusste er das noch gar nicht, es ist so Deluxe, geschickt im Fitnessstudio, stehst du hier und kannst den Ramses angucken, ist ja immer so, du siehst dicke Menschen, bist abgeneigt und hast dann Motivation, selber Sport zu machen, dass du nicht so endest, finde ich gut. McMacky, Shiny Shinux, Summer Center Shiny, Magnetilo Shiny, Saniel Dilling, Schocker der Woche, guck dir das an. Neuer Account, ein Giratina gemacht, direkt Shiny bekommen bei einem Encounter. Und sieht man hier nochmal, aus der Empfehlungsmeilenstein-Erreichungsforschung ein Shiny Porenda rausgezogen. Aus der Forschung gab es noch Shiny Plusle, dann haben wir beim Ben ein 100er Volley aus dem Tausch und auf dem zweiten Account das nächste 100er Volley, auch 100% Lucky aus dem Tausch. So, Eiskorbchen, so knapp. PS, der erste Zuschauer-Rate im Stream. Wir haben bei Flunkiefer ja wieder, naja, den Flunkiefer-Rate-Day gestreamt. 1,5 Stunden oder so bin ich rum, hab meine Pässe verbraten. Ihr konntet mitmachen im Stream. Eiskorbchens war im ersten Raid dabei, hat sich einladen lassen, hat direkt eine Shiny gekriegt mit 98%. Das ist cool. Das nächste Erlöste war Zapf jetzt auch als 100er. Hando aus dem Ei gebellt, Rabauz, würde ich wie gesagt immer so lassen. Die anderen kriegst du ja immer mal, aber Rabauz, das Baby in 100er, was ja alles Mögliche werden kann von den 3, das würde ich so lassen. Miku, merkt euch mal Miku, seinen Post und sein Bild. Vielleicht hätte es Schocker der Woche Potenzial, ist durch einen random Spezialtrade entstanden. Wir waren keine Glücksfreunde. Grüße gehen raus an Paco, der den Trade zwischen mir und einer Kollegin gemacht hat. Die Kollegin heißt Melusine Mia, ja? Das ist der Miku, ja? Und dann ist noch der Paco, der dritte im Pack. Aber merkt euch mal, dass Re Paco Mia, klingt wie ein italienisches Nudelgericht, Re Paco Mia,
Das müssen wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, das wird nachher nochmal ein Thema sein. Kaiser Kai, mein zweites, bin sehr zufrieden damit. Yo, 96er, sag mal, Sender Shiny aus der Meisterballforschung. Smog Mog Gala Shiny. Zu der wird es auch noch ein Video geben von mir dann. Aus einer Feldforschung dachte zuerst, das Spiel ist kaputt, weil habe vergessen, dass die Shinies von den beiden die Farbe tauschen. Immer noch Kaiser Kai. Krypto Flunkiefer. Im Solo ohne Edelsteine. Das Ding hatte 1 Zahn und Eisenschädel und hatte Wetterverstärkung. Ist das dann Eisenzahn oder Eiszahn? So, ist egal. Hauptsache, er hat es verprügelt. 50 Sekunden Restzeit. Ich wusste gar nicht, dass es das Ding als Krypto gibt, aber... Also in Raids gerade, aber ich habe ja ein erlöstes dann mega gedingst. Das war aber, glaube ich, nicht aus dem Raid. Das müsste anders gewesen sein. So, war das mal bei den Rocketbossen bestimmt. Nochmal hier, Kaiser Kai. Nächste Platin-Medaille geschafft. Dank an alle, die dabei waren. Er hat seine Kampflegende Platin-Medaille bekommen, hat einen Samasender-Raid in die Gruppe gepostet und bedankt sich jetzt also bei Tix Kekslord, bei Aquana Grill, bei Mystical Miku, bei Borgi, bei... Kata, ich bin schlau und Shenaya. Ich bin nicht schlau, ich bin dumm. Dumm wie Brot, ich hab's nämlich verpasst. Sonst hätte ich da irgendwie auch was mit bewirken können. Dann hätte mein Name jetzt da gestanden. Dann wäre ich in diesem Video jetzt erwähnt worden. Das wäre cool gewesen. Alexander Ahringer, endlich ein 100er Lutürzel in Pokémon Go. Wer will das nicht? Ne? Meine Shiny-Ausbeute vom Raid Day von Mega Flunkiefer, wo 882 war, getauscht, weil ich die hab ersten 3 Rotationen nichts bekommen habe und danach zwei in der letzten Stunde 2. Also er hat 3 Shinies mitgenommen, aber 1 davon ist getauscht, das 882, wisst ihr Bescheid. Genaya, WhatsApp, erlöst, 100, Feldforschung, Sneeble, Shiny, WhatsApp, Shiny, Wolli, Shiny, 2-mal, aber keine, Döner, Mäxchen, normal, nochmal Samasenta, Shiny, Raid Day und so, Shiny, mal 2, nimmt 2, zappt aus Annika, Shiny, sagt Jan, Fleckmon 100 mit Senfkopf. Nochmal Zapdos, Annika, Fluffeluff, 100, Benjamin, Schwengel, Engel. Bei Schwengel muss ich jetzt immer an Lennart denken, aber da kommen wir nachher noch dazu. Benjamin Engel, Feenbrise, Klammer, Mega Flunkiefer im Solo geschafft, ohne Wetterboost. Die einen machen halt das Krypto-Solo, die anderen machen das Mega-Solo. Gab ein Video, was ich gestern gesehen habe, den Beitrag, einen Bericht von Melanie Krauslady. Ich wollte nämlich mal gucken, was bei der eigentlich momentan so abgeht und ob die noch lebt. Und habe gesehen, die lebt sehr gut. Wenn ich ein News-Video mache über die Magnetstudie, kriege ich 200 Aufrufe. Wenn sie eins macht, 10 Tage später kriegt sie einfach 3000 Aufrufe. Und ich denke, krass, dass man mit einer alten, verdreckten News nachträglich dann noch so viel zieht. Krass. Aber die frisst halt nicht so viel wie ich und macht nicht zwischendurch Ramses Kitchen, also Melanies Küche. Und dann sind halt die Pokémon-Sachen eigenständig und werden wahrscheinlich mehr geklickt und Algorithmus und so. Und das kann man alles nachvollziehen, aber ich sag dann immer, scheiß auf den Algorithmus, dann esse ich lieber was und zeige euch, was ich esse. Und dann habe ich halt weniger Aufrufe, weil ich alles durcheinander mache und den ganzen Kanal überflute mit Mist. So, ich stehe zu meinem Mist. Deswegen hat er hier Feenbrise. Achso, ich hatte nicht, das, um was ging es denn überhaupt? Da stand irgendwas dabei, dass es nicht möglich wäre. Also, dass das Mega Flunkiefer nicht im Solo machbar wäre oder so. Und jetzt hat uns der Benjamin gezeigt, er hat es komplett zerrissen. 3-mal in 3 verschiedenen Variationen, mit 3 verschiedenen Attacken. Einmal Feenbrise, Klammer, im Solo geschafft, ohne Wetterboost. 44 Sekunden Restzeit. Dann einmal mit Eiszahn, Eisenschädel. Auch wieder ohne Wetterboost, im Solo, 66 Sekunden Restzeit, war also sogar noch leichter. Und einmal mit Erstauner, Knuddler, wieder Solo, ohne Wetterboost, 52 Sekunden Restzeit. Also, er hat es geschafft, er hat es gemacht, der braucht gar nicht mich, der braucht nicht die Community, der ist ein Biest, der ist ein Monster, der geht rum und reißt alles kaputt. Cumulus, Shiny Nidoran, Drifblon, 100% erlöst. Plusle, Shiny, Absol, Shiny, 100 Plusle, nicht Shiny, 100, Lenzhardt, Grüße aus Frankreich und Grüße auch an Lucy Lusttropfen. Wenn ihr den Stream am Montag verpasst habt, guckt mal rein, da gab es das Dr. Sommer Team in der Ramse Edition und Lennart hat einen Penis, also das können wir jetzt offiziell sagen. Grüße aus Frankreich, danke dafür.
Rustrell ist Frankreich, das sieht aber schön aus. Shiny Absol auf jeden Fall und beim Tauschen noch 100% erhalten Remoreich. Was zur Octillerie wirkt und wird das, hat das nicht nochmal eine, ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nochmal Lenzer hat ein Haseni bekommen. Kennt ihr auch das Haseni? Haseni? Das Häschen mit den Öhrchen, genau, das Haseni. Also ein Shiny bekommen und das war's. Das waren die Highlights und jetzt kommt noch, pass auf, der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal nicht von Adischatz mit dem schwarzen Gummimund, sondern von Paco. Habt ihr euch das Dreiergespann gemerkt? Miku, Mia und Paco? Moin, Bro, hab ja lange nichts mehr für Schocker der Woche geschickt und so. Wir hatten irgendwie ein bisschen Glück. Zwei Trades, zwei Handos. Ne? Jetzt wisst ihr schon, Trade 1 erhielt Marios Bekannte. Bekannte, das muss ja die sein, die, der da, dort getradet hat, was kein Lucky Trade war, random und dann 100% Reike Harzer wurde oder was oder wie. Ach nee, warte mal, andersrum. Trade 1 erhielt Marios Bekannte, da ist ja gar kein Rayquaza drin. Wir sehen hier ein Lugia und oben drüber das Urdialga. 100% Glücks. Das ist cool, das hat ja auch so Effekte dran und das ist einfach stark. Trade 1 erhielt Marios Bekannte. Trade 2 verschickte sie ein Hando an Mario. Haha, wenn einer von uns Glückstausch hatte, mache ich immer einen random Spezialtrade, weil es ja ein Hando werden könnte. Wenn einer von uns Glückstausch hatte, mache ich immer einen random Spezialtrade, weil es ja ein Hando werden könnte. Ja, und da ist dann natürlich das, also sie hat dann einen Kyogre bekommen vom Miku und er hat ein 100% Rayquaza bekommen, aber das habt ihr ja bei ihm gesehen, das hat er dann auch mega entwickelt. Jetzt bin ich verwirrt, aber egal, denn das ist der Schocker der Woche, das war's von meiner Seite aus. Also er sagt, komm, gib her, ich tausche bei euch, ey, du hast einen 100er, sauber. Komm, ich tausche nochmal hier, du sauber, fertig, noch ein 100er hinterher. Das ist super, das, so macht man das. Was aber heißen müsste, so jetzt verstehe ich das. Das war wahrscheinlich, die waren Glücksfreunde, er hat diesen Tausch gemacht. Na, das geht ja auch wieder nicht. Oder es war am C-Day, da konnte man ja zweimal tauschen. Also wenn die einen Glückstausch haben und der Glücksstatus danach erloschen ist, tauschen die aber trotzdem nochmal und es ist danach einfach nochmal glücklich geworden ohne Glückstausch, so irgendwie, oder? War das am selben Tag? Muss mal gucken, dieses Lugia, dieses, ach, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt hier und jetzt gibt es auf jeden Fall zwei Handos, die haben getauscht, einmal kriegt der eins, einmal der, nicht im selben, aber in zwei danach und dann, das ist cool, das war's von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin, peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Sören. So, Sören, aus. Jetzt, Sören ist aus.